Lauf. Wie ihr sehen könnt, hat mein Handy ein bisschen einen Schaden, deshalb konnte ich auch nicht viele Videos aufnehmen von dem neuen Event. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich natürlich noch die Ute Winkler grüßen, da sie mich abonniert hat, habe ich geschrieben oder gesagt, dass ich die Leute erwähnen werde, solange es nicht zu viele sind. Und wenn ihr sonst noch jemanden grüßen wollt, schreibt mir es einfach unten in die Kommentare, Hashtag mit dem Namen, dann werde ich den Namen sicher mal in einem Video grüßen. Ja, zurück zum Event. Ja, wie gesagt, mein Handy, also mein Smartphone ist auf den Boden gefallen. Jetzt hat es zerrissene Scheiben. Jetzt damit ist es ein bisschen schwer zur Zeit zu spielen. Und das Event selber, naja. Ich habe am meisten gekillt, aber dann doch nicht gewonnen, weil man die Sphären einsammeln musste. Und ja, dann habe ich meistens gute Sphären gehabt, aber dann wurde mir die wieder gestohlen, ja. Und das ist halt immer das Problem. Also ich fand es jetzt nicht so gut. Ich habe ein Video gemacht und das werde ich auch noch präsentieren natürlich. Aber es sind leider nicht so viel von diesem Handgemenge. Aber dafür hätte ich ja noch von den letzten Eventen ein paar Videos übrig. Und ich denke, ich werde die im Verlauf der nächsten Woche und dieser Woche zeigen. Also dass ihr wisst, was in der nächsten Zeit bei mir kommen wird. Also als nächstes ein Video über das Handgemenge hier, das Hand geheilt. Aber es ist leider nur ein Video, ich habe zwei aufgenommen. Aber ja, ich wurde ein bisschen wütend und da muss ich es vielleicht löschen, weil es ist dann besser, als wenn ich es hochlade oder alles schneiden muss. Und ja. Ja. Und beim anderen habe ich etwas ausprobiert. Da geht es mehr darum, soll ich die Kamera anlassen während dem Spielen oder soll ich sie ausmachen. Könnt ihr mir ja sonst auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Ob ich so am Anfang wie jetzt zum Beispiel ein kleines Hallo und ja, eine kurze Einleitung machen, danach zwei Spiele und am Schluss nochmal kurz die Kamera einschalten, um euch auf Wiedersehen zu sagen. Ja, das sind eigentlich die zwei Themen, die ich einmal ansprechen wollte. Wie gesagt, das Event geht jetzt noch 10 Minuten. Ich könnte auch für euch machen wir halt noch kurz eins, ich versuche es. Aber mein Smartphone ist ziemlich hinüber. Naja. Aber Ende nächsten Monat kann ich ein neues holen. Geht schon. Also jetzt ist halt die Frage, soll ich die Kamera dann ausmachen hier oben oder soll ich sie lassen? Weil ich kann euch ja eh nicht anschauen. Ich mach sie mal weg. So. Oh, ich muss noch ein paar Dinge machen da. Ja. Keine Ahnung, ich muss immer wieder irgendwie 50 M-Joys oder wie die heißen. Ah, ich komme nicht hin. Ja, ist klar gewesen. Aber ich kann auch nicht gut wechseln, das ist so ein Problem, du. Ah, ja, es ist letzte Woche fiel mir das Scheiß noch einmal runter, das war richtig übel. Man muss einfach die verschiedenen Sphären von den Leuten aufsammeln. Man sieht jetzt 1, 1, 1 und die einen sammeln gehen. Die leuchten dann irgendwo auf. Ah, habe ich einen gesehen. Gut. Wow, aber der war ziemlich stark vorhin. Also ich habe ihn fast nicht runtergekriegt diesen. Und die ist zu zweit. Gut, habe ich. Gut. Kann ich meine Dinge aufnehmen? Ja. Gut.
glaube, ich habe ziemlich viele Sphären jetzt eingesammelt. Ich sehe meinen Stand selber nicht. Oh. Ah, einer kommt von hinten, einer kommt von hinten. Oh. Ah. Die wollen nehmen mich. Ah, jetzt habe ich wieder die falschen Dinge ausgewählt. Granaten. Dieses Mal. Aber egal. Bis jetzt sieht das gut aus, aber die könnten mich jetzt in einmal töten, könnten die mich holen, das ist das Problem. Uns aufholen. Weil ich glaube, so viele Sphären habe. Scheiße, ich habe fast kein Leben mehr. Hä? Jetzt hat sie wieder aufgeladen. Ach, schade. Seht ihr, jetzt haben die uns aufgeholt, nur weil ich gestorben bin. Naja, jetzt müssen wir den wieder töten, der da am meisten Sphären hatte. Am Schluss. Gut, haben wir auch wieder. Ah. Gut. Gut, der da unten hat 20. Der hat sie geholt. Gut, ich hab sie. Ich hab sie geholt. Nein! Ah, es waren zu viele! Scheiße, jetzt hat er wieder meine Sphären aufgesammelt. Oh. Ja, wie gesagt, es war, ist ein bisschen. Wie gesagt, muss man mögen oder nicht, ja. Ach, schade, ich wurde gerade um die Ecke. Ja, der hat meinen Schnitter geklaut. Aber seht ihr, er hat Level 17. Das meinte ich, hier ist es nicht so wirklich fair am Start, das Ganze. Ja, aber wir haben gewonnen, aber ich zeige euch jetzt mal die Level. Ich habe wieder am meisten gekillt, hat aber nichts gebracht, weil man die Sphären aufsammeln muss. Aber zuerst muss man ja töten, um die Sphären aufzusammeln. Nur, dass ihr das versteht. Also hier bei uns Level 34. Das ist noch ein normaler immerhin. Ich Level 30. Dann der nächste, der dritte, Level 33. Der vierte, Level 29. Tico, der beste von hier, Level 32. Der Level 34, Jacke 17. Wie ist das möglich? Jacke 17. 34 Jacke 14, wie kann man denn auf Jacke 17 machen? Schauen wir uns gleich nachher nochmal an. Ich dachte, das geht gar nicht, das geht erst ab Level 35. Oder geht das erst, oder nein, ab Level 34 geht es, ja. Ab Level 34 geht es. Also ich bin mir nicht mehr sicher, schauen wir gleich nach. Dann wissen wir es. Prüfungen, wie ihr sehen könnt, habe ich dann Vertrag nicht gemacht, weil ich ihn nicht einhalten konnte, weil es nicht viel zu gewinnen gab. Naja. So. Ja. Kamera ein. So. Bin ich wieder da. Wie habt ihr dies jetzt gefunden? Also, ich denke, so ist es besser, als die ganze Zeit die Kamera eingeschaltet zu lassen. Ich denke schon. Ja. Yeah. Ich habe sogar noch einen Rang höher geschafft, Level 35. Ja, yeah. Schön. Habe ich alles nicht, aber okay.
Naja, die Etappe geht nicht mehr lange. Wie ihr sehen könnt, 150 Feinde habe ich auch nicht geschafft, da ich nur 2-3 Mal gespielt habe. Naja. Aber man hat ja noch mal einen Tag, vielleicht kommt ja noch ein neues Event danach. Man weiß ja nie, was sie sich einfallen lassen. Aber somit, denke ich mal, habt ihr das neue Event gesehen. Ich fand es jetzt nicht so berauschend, es war okay, aber es ist jetzt nicht das beste Event, was sie bisher gemacht haben. Von dem her hoffe ich auf ein neues Event und auf neue coole Videos. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Like da, ihr abonniert, wenn ihr noch nicht habt, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, eben, wenn ihr jemanden grüßen wollt, schreibt mir es unten in die Kommentare. Einfach Hashtag und der Name oder euren Name, dann werde ich euch grüßen. Solange es nicht zu viele sind, ansonsten mache ich halt ein Video nur mit Grüßen. Das ist auch mal etwas anderes. Wäre auch eine Möglichkeit. Gut. Danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, bis bald. Peace and love. We the love.